Gott, ja. Seid gegrüßt, ich rede heute mit Unsoziale Marktwirtschaft. Hallo. Ja, hallo, freut mich, dass ich hier heute die Gelegenheit habe, mal meinen Kanal vorzustellen und mich selbst. Ja, du hast gerade schon gesagt, deinen Kanal vorzustellen. Du bist ein kleiner YouTuber, auf den ich gestern erst gestoßen bin. Also was machst du erstmal auf deinem Kanal? Womit beschäftigst du dich grundsätzlich? Also grundsätzlich beschäftige ich mich auf meinem Kanal mit Wirtschafts- und Sozialthemen. Ich meine, ich habe jetzt erst vor 2 Monaten angefangen und zu Beginn wollte ich den Fokus vor allem auf unsere Sozialversicherung legen, sowie unser Rentensystem. Ja, und dann auch mal schauen, ob ich zwischendurch hin und wieder mal in andere Themen gehe. Also wie jetzt beispielsweise gestern dann spontan auf den Beef zwischen Proletopia und Neitern, wo ich mich dann mal solidarisiert habe, was auch ja dazu geführt habe, dass wir heute reden können. Stimmt, das war das Video, was mir von meinen Zuschauern empfohlen wurde. Ja, aber über den Beef brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht groß reden für den Kontext. Proletopia wurde demonetarisiert und da hast du so ein kurzes Solidaritätsvideo gedreht. Genau, da bin ich auch kein Akteur. Das ist eher ein, ja, man soll sich nicht, die sollen nicht der Meinung, also beziehungsweise man soll halt sehen, dass wir auch zusammenhalten können und dass er nicht alleine dasteht, wenn viele auf ihn draufgehen. Aber wie gesagt, das ist ein ganz, ganz kleines Nebenthema. Eigentlich beschäftige ich mich halt vor allem mit unserer Sozialversicherung, speziell aktuell der Rentenversicherung, weil die meiner Meinung nach ja seit einigen Monaten unter Beschuss steht von allen möglichen Seiten. Gut, führ das mal genauer aus. Von wem steht sie unter Beschuss und was sind da deiner Meinung nach die Gefahren, die der gesetzlichen Rente drohen? Also grundsätzlich ist ja bekannt, dass unsere Rentenversicherung durch das demografische Problem, was wir in Deutschland haben, die Gesellschaft wird immer älter, wir haben mehr Rentenbezieher und weniger Arbeiter, die dann einzahlen, halt in Schwierigkeiten stehen. So, und seit ungefähr, also ich selber beobachte es seit Dezember etwa, dass in Medien, insbesondere in den größeren Medienhäusern, Zeit, Spiegel, Welt, Fokus, halt gerne Artikel veröffentlicht werden, in denen drin steht, dass wir jetzt kürzer treten müssen. Das Ganze begleitet dann auch mittlerweile relativ offen mit der Begründung, dass wir mehr Waffen liefern müssen, was ich persönlich halt mindestens schwierig finde. Ja, und das Ganze wurde dann auch immer mehr begleitet mit Beiträgen von sogenannten Experten, wie beispielsweise Professor Raffelhüschen, den ich 2-mal auf meinem Kanal thematisiert habe, aber ja, auch vielen anderen. Und ja, das über ist halt zumindest, was ich beobachte. Über den habe ich tatsächlich auch schon ein Video gemacht. Der sitzt in mehreren Aufsichtsräten großer Versicherungskonzerne und der hat auch schon laut für die Riester-Rente getrommelt und macht jetzt natürlich Werbung für die Aktienrente. Also ein Mann der Wissenschaft, der definitiv kein Eigeninteresse an einer stärker kapitalgedeckten Altersvorsorge hätte. Nicht nur das, auch das Institut, von dem er Direktor ist, wird finanziert von der Augustinum GmbH oder GGmbH, die sehr, sehr viele Pflegeeinrichtungen, medizinische Einrichtungen etc. besitzt. Dann von der Union Investment Capital. Die verkaufen halt Kapitalanlageprodukte und von dem Verband der privaten Krankenversicherung. Und ich sage es mal so, meist kann man sehen, woher das Geld kommt, für wen diese Professoren sprechen. Also deswegen habe ich mir speziell ihn auch ausgesucht. Ich habe es ja gesagt, ein Mann der Wissenschaft. Ich wüsste gar nicht, warum der uns irgendwie selektiv informieren sollte. Ja, so ist es. So ist es. Ja, und du hattest gefragt, welche Gefahren ich da sehe. Also grundsätzlich eine der Rentenversicherung ist insofern eine Riesengefahr, als dass ich zum einen dann sehe, dass sehr, sehr viele Arbeiter abgehängt werden. Also schon heute haben wir ja viele Arbeiter, die später Minirenten beziehen werden oder die aufstocken müssen sogar, was ich nach langem Arbeitsleben einfach eine Frechheit finde. Aber auch wird es dann heißen, beziehungsweise heißt es ja jetzt auch schon, man solle bitte privat vorsorgen. Und letztes Jahr hat der Verband der Sparkassen beispielsweise herausgegeben, dass über 50% der Leute in Deutschland gar nicht mehr sparen können. Und dann frage ich mich halt, private Altersvorsorge von welchem Geld? Und das gefährdet meiner Meinung nach halt den Zusammenhalt der Gesellschaft. Ja, man weiß ja, dass die unteren 70% ungefähr eine Sparquote von unter 10% haben, dass die also dass die einfach viel zu wenig sparen, als dass sie Geld zurücklegen können. Was könnte ich denn noch so erzählen? Was könntest du denn noch so erzählen? Das ist ja ein gutes Thema. Bin ich gerade noch live? Hörst du mich noch? Wir sind immer noch live. Und die Aufnahme läuft auch noch. Das heißt, selbst wenn der Stream hier wackeln sollte, ist das überhaupt kein Problem. Wie gesagt, wir waren gerade bei der gesetzlichen Rente.
Du hast da gerade die Angriffe, die darauf laufen, angesprochen. Und es wird ja gerade, ich weiß, dazu auch ein Video drüber gemacht, das hatte ich mir aber noch nicht angesehen. Hatte ich dir ja schon vorher gesagt. Es wird ja gerade über eine Aktienrente diskutiert. Was hältst du denn von diesem Vorschlag? Ja, die Frage mit der Aktienrente hatte ich gehört. Genau, im letzten Video hatte ich ja die behandelt. Also sagen wir es mal so, in meinem letzten Video ging vor dem Beef ging es ja darum, was Herr Heil und Herr Lindner als Lösung für unsere Rentenproblematik vorstellen, also das Rentenpaket 2 und die Aktienrente. Und das Ganze, die Pressekonferenz habe ich ein bisschen auseinandergenommen und da wurde halt einmal als Lösung genannt, ein bisschen bei der Migration, ein bisschen hier, ein bisschen da. Im Wesentlichen werden es steigende Beiträge sein, was sie halt nicht ganz direkt, aber fast direkt sagen. Vermutlich aber erst nach dem Ende dieser Legislaturperiode. Ich glaube, die haben ein bisschen Angst vor den Umfragewerten, insbesondere die FDP. Und dann hat Herr Lindner halt die Chance, etwa die Hälfte der Zeit die Aktienrente vorzustellen. Und ja, ein Problem, das ich damit habe, ist, alleine vom Volumen her, um das es da geht, ist das viel zu klein, damit das überhaupt eine Auswirkung haben kann in irgendeiner Form. Also die reden da von 10 Milliarden Euro, die sie in 10 Jahren pro Jahr rausholen wollen. Das werden dann nicht einmal, also im besten Fall wird das 1% der Beitragszahlung, die Arbeiter leisten müssen, die Rentenversicherung sein. Also das können wir auch einfach lassen. Ein anderes Problem damit ist, wenn ich das in den Kapitalmarkt pumpe, damit blähe ich ja im Endeffekt die Assets, die weltweit vorliegen, also die ganzen Kapitalanlagen noch weiter auf. Ich meine, die EZB hat allein in den letzten 10 Jahren Billionen Euro in den Kapitalmarkt gepumpt und damit halt die Aktienkurse unter anderem aufgebläht. Und ich weiß nicht, warum wir das jetzt weiter betreiben sollten. Aber der wesentliche Punkt, den ich selber gerne sage, ist, entweder kann ich als Land meine Einwohner versorgen oder ich kann es nicht. Und wenn ich als Land meine Einwohner versorgen kann, dann ist die Rente nur eine Verteilungsfrage. Dann brauche ich da keine Banken dazwischen, keine Kapitalanleger oder sonst was, sondern ich brauche einen Staat, der die Wirtschaftsgüter, die im Land produziert werden, gerne in Form von Geld so verteilt, dass ich nach meinem Arbeitsleben davon leben kann. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir ein anderes Problem. Dann sollten wir vielleicht mal an der Wirtschaftspolitik arbeiten, was ich, sagen wir mal, ohne das Thema jetzt groß aufmachen zu wollen, auch empfehlen würde. Definitiv. Und das ist der entscheidende Punkt, der letzte. Also volkswirtschaftlich gibt es immer nur ein Umlageverfahren. Jede Bevölkerung lebt von der aktuellen Produktion. Das heißt, ob wir da jetzt ein Aktienportfolio von ein paar hundert Milliarden haben oder nicht haben, ist völlig egal. Die Rentner werden trotzdem von der aktuellen Produktion versorgt. Und zu deinem ersten Punkt, du meintest ja, die Summe sei viel zu gering. Es ist ja noch viel schlimmer. Also der Bund nimmt ja gerade, der Bund gibt Staatsanleihen aus und zahlt auf diese Staatsanleihen 4% Zinsen. Ob die Aktien langfristig eine höhere Rendite als diese 4% bieten, ist völlig spekulativ. Also davon auszugehen, dass wir schon in den 30er Jahren konstant hohe Erträge davon haben werden, das ist ja Wunschdenken. Das ist reine Spekulation. Das kann sein, dass die Wette gut geht, kann aber auch sein, dass es schief geht. Dann hat man ein Minusgeschäft gemacht und da muss man noch mehr Schulden aufnehmen oder die Beiträge noch stärker erhöhen, nur um das Rentenniveau zu stabilisieren. Also ja. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes Zockerei. Also jetzt nicht Zockerei mit dem Rentenniveau, das kann der Staat stabilisieren, der hat ein Währungsmonopol, das ist überhaupt kein Problem. Er kann auch Steuern anders gestalten, Beiträge erhöhen, das ist jetzt nicht das Problem. Aber es ist eine reine Spekulation, ob das Ganze hier überhaupt ein Plus- oder Minusgeschäft wird. Und wer dabei auf jeden Fall profitiert, das sind die Banken, die diese Bundesanleihen halten. Wie gesagt, die kriegen dann jedes Jahr risikolos 4% Zinsen. Also das Finanzkapital, das fährt jedes Jahr eine risikolose Rendite von rund 4% ein. Und ob der Staat dabei überhaupt Plus oder Minus macht, ist völlig, das weiß man noch nicht. Das ist Spekulation. Also hier ist doch klar, wem die FDP mit dieser Aktienrente beziehungsweise mit diesem Generationenkapital, so heißt das Ganze ja, dienen will. Also offensichtlich den Banken, die dann risikolose Zinsgewinne machen. Ja, exakt. Das hatte ich auch in einem deiner Videos kurz gesehen, dass das in die Richtung geht. Ja, das ist ein Unding. Also wir können halt, ich finde halt, gerade so Sachen wie Grundbedürfnisse, dazu zählen für mich auch Altersvorsorge und Krankenversicherung, haben nicht dafür zu dienen, Profite zu generieren für andere. Das sollte etwas sein, was in öffentlicher Hand bleibt und was ohne Gewinnabsicht stattfindet. Ich weiß, Effizienz ist da auch wichtig, aber dieses Mantra, nur privat kann effizient, das stimmt ja so nicht. Wenn ich in die Vergangenheit schaue, zum Beispiel bei der Bahn, die hat früher funktioniert.
Und komplett uneffizient war die auch nicht. Immerhin konnten sich Bahner halt damals ihre Häuser kaufen und Postboten konnten sich auch Häuser kaufen. Also so ganz uneffizient kann das nicht gewesen sein. Ja, ja, das sind zwei gute Beispiele, definitiv. Ja, und wer auch noch profitieren kann, wobei das halt immer weniger wird, ist halt unter anderem die Lebensversicherung oder die Krankenversicherung, die häufig auch Staatsanleihen halten, um ihre großen Kapitalstöcke damit zu investieren. Ja, ja, vor allem sowas wie Krankenversicherung, das kannst du effektiv gar nicht privat organisieren. Denn wenn du eine Krankenversicherung machen würdest, die Privatleuten halt Versicherungsleistungen anbieten würdest, dann würde diese Krankenversicherung logischerweise von Leuten mit höherem Risiko, also übergewichtigen, älteren Leuten, Leuten mit chronischen Krankheiten, höhere Beiträge verlangen. Was würde das bedeuten? Alle, die fast kein Risiko haben, die würden sagen, ich bezahle doch nicht für diese Leute mit, ich suche mir eigene Krankenversicherung beziehungsweise einen eigenen Tarif. Das heißt, die Leute, die höhere Risiken haben, die rutschen dann in den niedrigeren. Also die müssen dann noch höhere Beiträge zahlen, weil die, die relativ niedriges Risiko sind, die sind raus. Und dann wiederum steigt für alle anderen der Beitragssatz. Dann sagen sich die, die eben noch bereit waren, das zu bezahlen, nee, also jetzt ist mir der Beitragssatz auch zu hoch. Das heißt, irgendwann hast du dann so einen Tarif, wo nur noch die drin sind, die wirklich sehr hohe Risiken haben, also Leute mit chronischen Krankheiten, die irrsinnige Summen für ihre Versicherung zahlen müssen. Und alle anderen, die haben sich gesagt, nee, ich suche mir eine andere Krankenversicherung, einen anderen Tarif, das ist mir zu teuer. Also dieses Phänomen nennt sich adverse Selektion. Das führt systematisch dazu, dass ein privat organisiertes System nicht effizient sein kann. Und wir sehen ja auch in Systemen, die relativ viel privat organisiert sind, wie den USA, auch dort gibt es Medicaid, also etwas für Arme, das dafür sorgt, dass der Staat nicht Leute komplett verrecken lässt. Aber das ist schon viel privater organisiert, als es hier in Deutschland der Fall ist. Und die haben das teuerste Gesundheitssystem der Welt. Exakt. Und hier sehen wir ja auch die Ansätze zum Beispiel bei der Berufsunfähigkeitsversicherung. Die war früher Teil der Rentenversicherung, wurde dann unter Schröder rausgenommen. Und jetzt heute haben wir den Fall, dass sich im Wesentlichen Risiken, sagen wir mal, Menschen mit höherem Einkommen und geringem Risiko versichern. Und 5/6 der Bevölkerung können sich das nicht leisten oder haben gar keine. Und wenn die halt berufsunfähig werden, dann landen die in der Erwerbsunfähigkeitsversicherung, der Rentenversicherung. Dies reicht bei weitem nicht aus, um überhaupt irgendeinen Lebensstandard noch zu halten. Also faktisch haben wir einfach 5/6 der Leute das beim Schicksal der Berufsunfähigkeit einfach den Boden unter den Füßen weggezogen mit der Reform. Und sowas Ähnliches wird auch mit der Rente oder mit der Krankenversicherung passieren, wenn wir das voll privatisieren würden. Und deswegen gehe ich da unter anderem auf meinem Kanal gegen vor. Halt mit, indem ich halt solche Ideen kritisiere oder meine Meinung dazu kundtue. Ja, definitiv am gefährdetsten ist meiner Meinung nach tatsächlich die Rentenversicherung. Also man sieht ja, wie die aus allen Ecken angegriffen wird. Ja, und eben hatte ich noch einen Punkt. Vielleicht fällt er mir wieder ein. Es wird ja bei der Rentenversicherung auch immer gesagt, ja, wenn wir Aktien kaufen, wenn wir jetzt eine Aktienrente machen oder Generationenkapital, wie man es dann auch immer nennt, dann haben die Leute ja einen Anteil an der zusätzlich produzierten Wirtschaftsleistung, dann haben sie ja einen Anteil am Produktivitätsfortschritt. Und auch da sollte man sagen, diesen Anteil am Produktivitätsfortschritt, den haben die Leute auch im umlagefinanzierten System, wenn die Löhne entsprechend dem Produktivitätswachstum angehoben werden, wenn die goldene Lohnregel eingehalten wird. Das heißt, dieser Anteil im Produktivitätsfortschritt, der ist im jetzigen System auch gegeben, nur dass da halt keine Finanzmärkte zwischengeschaltet sind, dass da nicht irgendwelche Vermögensverwalter, irgendwelche Banken mitverdienen, sondern dass das einfach ganz normal über die Beiträge, die auf die Löhne erhoben werden, gemacht wird. Ja, und das ist halt das Problem, dass wir mindestens seit den Hartz-Reformen, aber eigentlich auch schon länger, unsere Lohnentwicklung von den Produktivitätsgewinnen entkoppelt haben. Also da ist beispielsweise, in einem meiner Videos zeige ich eine Grafik, in der man sehr gut sieht, dass die Unternehmensgewinne deutlich stärker gestiegen sind in den letzten 30 Jahren als die Löhne. Und das sorgt letztendlich auch, also das schwächt natürlich die Rentenversicherung, weil die Rentenversicherung wird bezahlt von Löhnen von Arbeitern mit bis zu einem gewissen Einkommen. Alle, die sehr, sehr gut verdienen, Unternehmensgewinne, Kapitalerträge, Erträge aus Vermietung etc., die sind alle rausgenommen. Und das ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass aktuell nur noch etwa die Hälfte des deutschen Volkseinkommens überhaupt in die Rentenversicherung einzahlt. Die andere Hälfte zahlt gar nicht mehr ein. Das lässt sich halt leicht rausrechnen, wenn ich gucke, wie viel Beitragseinnahmen die Rentenversicherung hat und wie hoch der Rentenbeitragssatz ist. Und das ist meiner Meinung nach, also meiner eigenen Meinung nach, der Hauptgrund, warum die Rentenversicherung überhaupt ein Problem hat.
der demografische Wandel ist meiner Meinung nach dann eher an zweiter Stelle als an erster. Ja, zumal die Zahl, zumal das reale Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in den letzten Jahrzehnten immer höher war als das Wachstum der Zahl der Rentner und laut allen Prognosen, die verfügbar sind, auch in den nächsten Jahrzehnten weiterhin höher sein wird. Ich hatte mal so eine Prognose der OECD gezeigt, die besagte, dass die Zahl der Rentner, also Zahl der Rentner, die war jetzt von der Bundeszentrale für politische Bildung geschätzt worden, die soll bis 2060 um ein Drittel steigen. Die reale Wirtschaftsleistung soll laut OECD um 50% steigen. Das heißt, selbst wenn sich das Wachstum weiter abschwächt, wie das eigentlich überall prognostiziert ist, wie wir es schon seit einigen Jahrzehnten sehen, selbst dann wird die reale Wirtschaftsleistung weiterhin stärker wachsen als die Zahl der Rentner, ohne irgendwelche Anhebung des Renteneintrittsalters. Also das ist eigentlich eine Scheindebatte. Wir haben es hier nur mit einer Verteilungsfrage zusätzlichen Einkommens zu tun. Und da ist jetzt die Frage, wollen wir uns stabile Renten leisten oder wollen wir uns die nicht leisten? Wollen wir, keine Ahnung, den Spitzensteuersatz noch ein bisschen senken oder wollen wir noch ein bisschen mehr Geld in Aufrüstung investieren oder wollen wir uns lieber stabile Renten leisten? Und denn wir können sie uns leisten. Wie gesagt, das zeigen diese Zahlen völlig eindeutig. Wir können sie uns in unserem bestehenden Umlagesystem ohne Probleme leisten. Und wie gesagt, volkswirtschaftlich gibt es nichts anderes als ein Umlagesystem. Alles, also wie gesagt, das ist sowieso eine Phantomdebatte, davon auszugehen, man könnte da über die Finanzmärkte die Realität austricksen. Also wie gesagt, ist sowieso ein bisschen absurd, aber in unserem bestehenden System können wir ohne Probleme uns ein stabiles Rentenniveau leisten und der Rest der Bevölkerung würde trotzdem noch reicher werden. Wie gesagt, das reale Wirtschaftswachstum soll höher sein als das Wachstum der Rentnerzahl und mit einer besseren Wirtschaftspolitik, so würde ich behaupten, könnte man das reale Wirtschaftswachstum sogar noch stärker ausfallen lassen. Denn wir haben ja gesehen, dass mit Einführung des Neoliberalismus, mit Verschlechterung der Investitionsbedingungen für Unternehmen, mit dem Auseinanderdriften der Einkommensungleichheit und mit dem Ausbleiben staatlicher Investitionen, die Wachstumsraten stark eingebrochen sind. Also ich würde sagen, durch eine vernünftige keynesianische Wirtschaftspolitik ließen sich auch die Wachstumsraten langfristig wieder erhöhen. Ja, insbesondere auch, also was ich auch thematisiert habe, ist, wenn ich mir nur die Investitionsquoten alleine anschaue, also wie viel Prozent unserer Wirtschaftsleistung wird überhaupt im Land investiert? Das ist eingebrochen, ich glaube, Anfang der 90er, kurz nach der Wende. Seitdem nicht wieder gestiegen, obwohl die Steuern für Reiche gesenkt wurden, obwohl Unternehmensgewinne weniger besteuert werden, was ja angeblich die Investitionsquote erhöhen sollte. Meiner Meinung nach erhöhe ich die Investitionsquote in einem Land dann, wenn Unternehmen Anreiz haben, da zu investieren. Und Unternehmen investieren, wenn sie Profite machen. Zumindest privatwirtschaftliche Unternehmen. Und Profite mache ich dann, wenn Märkte wachsen und wenn ich halt dort Produkte absetzen kann. Und oh Wunder, wer kauft Produkte? Die einfachen Leute, die Arbeitnehmer. Und die kaufen sich das für Löhnen. Ich frage mich, wann dieses Wissen halt verloren gegangen ist. Also ich meine, klar, für jedes Unternehmen ist es einzeln gut, für geringe Löhne zu lobbyieren. Aber wenn ich das gesamtgesellschaftlich mache, dann habe ich vielleicht als Deutschland zu Beginn noch einen Vorteil, was wir gesehen haben nach den Hartz-Reformen, bei denen wir uns halt auf Kosten des EU-Auslands vor allem unsere Lohnstückkosten gesenkt haben und einen Wettbewerbsvorteil verpasst haben. Aber mittlerweile ziehen halt die anderen EU-Länder nach und dann geht unser Wettbewerbsvorteil verloren und am Ende haben wir eine EU, bei der gesamte Binnenmarkt langsamer gewachsen ist als bei anderen Wirtschaftsregionen, beispielsweise im Vergleich zu USA. So, vor 30 Jahren waren wir oberhalb der USA, wenn ich jetzt die EU in heutiger Größe sehe. Mittlerweile sind wir abgehangen. Und dazu gehört meiner Meinung nach auch, dass wir in der EU diese Lohndumpingpolitik fahren, die halt alle möglichen Probleme nach sich ziehen. Gut, jetzt will ich nicht zu viel reden, aber die Probleme sind halt, wie du genannt hattest, haben wir in der Rentenversicherung, wir haben in der Krankenversicherung Probleme, wir haben ja im Absatz Probleme auf dem Binnenmarkt, wir haben Investitionsprobleme, die Infrastruktur verfällt etc. Und das wird halt auch eins meiner Kernthemen sein. Ich werde immer wieder die Lohnpolitik thematisieren und mich dafür einsetzen, dass halt eine Politik steigender Löhne gefahren wird. Moderat steigend, ne? Also wir können jetzt nicht einfach alles um 1000% anheben, aber dass halt die Löhne mindestens mit Inflation und Produktivität wieder mithalten. Ich weiß ja nicht, ob du rechte oder neoliberale Kanäle verfolgst auf YouTube, aber das ist dann tatsächlich das Argument, wenn man sagt, wir brauchen höheren Mindestlohn oder die Löhne sollten steigen, willst du, dass sie um 1000% angehoben werden? Also solche vollkommenen Schwachsinnsargumente kommen dann, weil diese Leute sich häufig nie richtig mit Wirtschaft beschäftigt haben und deswegen keine Lust haben, da irgendwie tiefgründiger mal drüber nachzudenken. Also es ist ziemlich deprimierend, auf welchem Niveau sich die wirtschaftspolitische Debatte auf YouTube bewegt, aber unterscheidet sich auch nicht groß von dem, was man im Fernsehen, du hast es vorhin schon angesprochen, in vielen Mainstream-Medien, in öffentlich-rechtlichen sieht. Also das ist ja, das stimmt. Also
Sagen wir mal so, Wokies bitte weghören. Ich habe ein bisschen Kontaktschuld. Das 1000%-Beispiel habe ich tatsächlich bei einem eher rechten Kanal geklaut. Andererseits, ich sehe da kein Problem mit darin, mir überall was anzuhören. Das halt auch eins meiner, sag ich mal, Wege, eines meiner politischen Wege war. Also ich sag mal, in der Schulzeit habe ich mich sehr, sehr stark mit Schulsystem und auch bedingungslosem Grundeinkommen beschäftigt. Im Studium kamen dann so ein bisschen gesellschaftliche Themen dazu. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, ich bin halt kein Fan davon, nur in meiner eigenen Bubble, sag ich mal, oder Community zu hören. Ich möchte mal mehr hören, was halt einem auch hilft beim Verargumentieren der eigenen Position. Und ich versuche zumindest halt bei Wirtschaftspodcasts beispielsweise, wobei da das Angebot an Nicht-Neoliberalen sehr, sehr gering ist, also dass ich da mindestens ein, zwei eher neoliberale Podcasts höre und deren Argumenten verfolge. Oder halt auf dem politischen YouTube höre ich mir auch ab und zu mal einzelne Beiträge an, auch wenn ich mit denen dann nicht immer übereinstimme oder meistens überhaupt nicht übereinstimme. Ja, aber genau, das ist bei vielen Neoliberalen so dieses makroökonomische Denken, dieses, was für eine Auswirkung hat jetzt beispielsweise eine Lohnerhöhung auf die gesamte Volkswirtschaft? Dann wird sofort gesagt, das treibt die Arbeitslosigkeit nach oben. Wenn die Unternehmen, wenn die Unternehmen ihre Löhne anheben müssen, dann können sie sich die Arbeiter ja gar nicht mehr leisten. Dann sagt man, okay, wenn wir jetzt keine Ahnung, beispielsweise Mindestlohn erhöhen, dann muss jedes Unternehmen, das bisher unter Mindestlohn bezahlt hat, plötzlich höhere Löhne bezahlen. Das heißt, kein Unternehmen, zumindest innerhalb der Volkswirtschaft, über den Außenhandel können wir danach noch reden, jedes Unternehmen innerhalb der Volkswirtschaft hat dadurch gar keinen Wettbewerbsnachteil, da ja alle ihre Löhne erhöhen müssen. Also das führt maximal zu Preissteigerungen. Also wenn die Unternehmen diese Lohnerhöhungen über Preiserhöhungen an die Konsumenten weitergeben. Mhm. Und dann sagen rechte Kanäle, ja, genau das meine ich. Nee, das meinst du nicht. Das sind zwei unterschiedliche Effekte. Dann hat das nämlich keinen Einfluss auf die Arbeitslosigkeit, ja, sondern aufs Preisniveau. Also es ist ja auch so, wenn man dann rechte Kanäle mal zu einer Debatte auffordert, dann haben sie keine Lust. Also das habe ich auch schon erlebt. Ich habe das gehört, was dann gesagt wurde zu dir zum Beispiel. Ne? Das ist nicht nett. Ja, es wurde gesagt, mein Video sei zu kompliziert. Ja, oder dass du dich irgendwie komisch autistisch verhältst und du hast sogar Argumente. Wow, was ein Problem. Ja, deswegen. Aber das ist, glaube ich, ein Problem, das wir überall haben, dass die wirtschaftspolitische Debatte sich auf so einem Niveau bewegt, wo viele Leute gar nicht mal bereit sind, über sehr leicht zu verstehende Zusammenhänge nachzudenken. Und das ist wirklich auch der Bereich, der in den alternativen Medien am schlechtesten repräsentiert wird. Also da wird mehr oder weniger diese Qualität der Debatte, die wir in den Mainstream-Medien sehen, nochmal wiedergespiegelt. Ja, das stimmt. Also ich habe auch gemerkt, dass beispielsweise, sobald man sich ein bisschen mehr für Soziales einsetzt, sodass wir ein bisschen sozialer wieder werden sollten, kommen halt die üblichen Schlagworte. Ich meine, ihr kennt die alle, Sozialismus, Kommunismus. Oder halt, wenn man das Wort BGE erwähnt, ganz böses Teufelszeug. Das muss es von mir aus noch nicht mal sein. Aber ich finde halt, man sollte zumindest über Begriffe debattieren können. Und das ist halt stark vergiftet worden. Und was ich auch sehe, ist, dass diese sogenannten Wirtschaftsweisen, die ganzen Wirtschaftsexperten, die im Fernsehen auftreten, vielleicht Fratscher so ein bisschen ausgenommen, weiß ich nicht, ist ein bisschen schneller, aber dass die halt allesamt dem neoliberalen Mainstream angehören und auch der, ich kenne mich jetzt nicht mit jedem unbedingt aus, aber ich weiß, dass er halt zumindest in sag ich mal, Überschriften eher so ein bisschen mehr auf Soziales tut, sagen wir es mal so. Ja, aber er schreibt so viel Zeit online. Ich habe ihn ein bisschen verfolgt, deswegen bin ich da sehr skeptisch. Also er kann ganze Bücher rein über Ungleichheit schreiben, wie schlimm Ungleichheit sei und dann steht er da so, soll das Parteiprogramm der Linken bewerten und dann steht er da so und das ist viel zu viel Geld, was die umverteilen würden. Das ist völlig unrealistisch, sowas geht nicht. Also du kritisierst die ganze Ungleichheit. Entschuldigung, ja, dass ich lachen muss, aber wenn ja. Wenn Ungleichheit bekämpfen will, muss man Geld umverteilen. Und auch ein bisschen mehr Geld, wenn das makroökonomisch eine Veränderung bedingen soll. Und bei der, also wo ich ihn komplett verloren habe, das ist die Zinspolitik der EZB. Da war er einer derer, die am lautesten für Zinserhöhungen getrommelt haben. Und zwar nicht, nachdem irgendwie sich abgezeichnet hätte, dass wir dauerhafte Inflation bekommen würden, sondern nachdem die mediale Debatte sich gedreht hatte. Also es gab ja immer noch so einen relativ großen linksliberalen Mainstream, der nach Corona gesagt hat, ach, diese Erhöhung der Inflation, die ist temporär, war sie ja auch. Und die dann nach Beginn des Ukraine-Krieges, was auch ein temporärer Schock war, also da sind die Rohstoffpreise an den Rohstoffmärkten nach oben geschossen,
war relativ leicht abzusehen, dass das ein temporäres Phänomen ist, dass das nicht zu einer dauerhaften Inflation führen wird. Und da war er dann einer der lautesten Trommler. Jetzt ist die Inflation dauerhaft. Wir haben permanente Schocks. Wir müssen jetzt die Zinsen erhöhen. Ja, jetzt wurden die Zinsen erhöht. Das hat sich gezeigt, war völlig überflüssig. Die Inflation ist auch so wieder runtergegangen. Aber die Zinserhöhungen haben jetzt schon enorm Schaden angerichtet. Also beispielsweise ist der Bausektor in Deutschland also die Neuanträge auf Wohnungsbau sind um rund ein Drittel eingebrochen. Und Leute wie Marcel Fratscher, die damals besonders laut dafür getrommelt haben, die sind daran eindeutig mitschuld. Also an diesem Desaster, was sich da gerade abzeichnet. Ja, definitiv. Das ist auch eine soziale Katastrophe. Wir haben halt aktuell eine steigende Bevölkerung in Deutschland. Das ist halt durch Migration bedingt. Aber wenn wir eine steigende Bevölkerung haben, müssen wir auch mehr Wohnraum zur Verfügung stellen. Und in so einer Situation den Wohnungsbau abzuwürgen, ist halt, geht gar, also das ist halt eigentlich mehrfacher Schaden. Ich erhöhe die Wohnungspreise, was für die normalen Arbeiter ein Problem ist. Ich habe keinen Wohnraum, was für Zugezogene ein Problem ist. Und gleichzeitig heizt sich halt in der Bevölkerung eine Art Spaltung an, dass das dann wieder heißt, normale, also Deutsche gegen Ausländer oder sowas. Das funktioniert halt so nicht. Und ich muss sagen, bei Fratscher, das mit den Zinsen, ich habe es auch damals nicht verstanden, weil in Corona war es so, da sind die Lieferketten zusammengebrochen. Das heißt, wir hatten halt relativ viel Nachfrage hier, aber das Angebot ist zusammengebrochen. Dann steigen halt die Preise irgendwann. Das kann man aber nicht mit Zinsen von einer Zentralbank lösen. Und als nächstes kommt dann halt der Ukraine-Krieg, bei dem die Rohstoffpreise in die Höhe geschossen sind und damit dann halt alle anderen Preise, die davon abhängen, was halt alle Preise sind. Ich meine, wenn die Energie teurer wird, dann hängt halt alles davon ab. Das kann ich aber auch nicht mit Zinsen lösen. Warum sie dann die Zinsen erhöht haben, ehrlicherweise, das wüsste ich gerne mal, was wirklich da passiert ist. Wollten sie damit vielleicht die Lebensversicherung retten? Weil die brauchten zumindest diejenigen, die ganz viele Altverträge haben, brauchten ganz dringend steigende Zinsen. Ich kann es dir nicht sagen. Friederike Spieker hat, und jetzt kommt eine ganz, ganz böse Verschwörungstheorie, war überrascht, das bei Friederike Spieker zu hören. Die hat, als sie danach gefragt wurde, wer davon profitiert, und sie so, ja, eigentlich stürzt da die gesamte Wirtschaft ab. Aber es gibt schon eine Gruppe, die davon profitiert. Das sind Superreiche, die jetzt ihr gesamtes Vermögen in Staatsanleihen umschichten und zu sehr, sehr hohen Zinsen jetzt ganz viele Staatsanleihen kaufen können. Also die können jetzt gerade, während die Wirtschaft immer weiter abschmiert, ihr Geld in Sicherheit bringen und dabei sogar noch fette Gewinn machen. Also, aber sonst fällt mir eigentlich keiner ein. Ja, da hätten die aber einige Billionen anzulegen. Also wenn alleine während Corona, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, in Deutschland waren es alleine 500 Milliarden Euro an Vermögenswachstum, was zufälligerweise so ungefähr der Höhe der Corona-Hilfen entspricht. Wenn man das jetzt sichern will, muss man sich schon einiges an Anlagen kaufen. Und Anleihen. Aber gut, wir haben ja auch gerade Verwendungszwecke dafür. Wir wollen ja kriegstüchtig werden. Mhm. Da kann man schon sehr viel Geld reinpumpen. Ich habe leider keine Rheinmetall-Aktien gekauft, obwohl ich scherzhaft vor über 2 Jahren gesagt habe, jetzt wird es aber mal langsam Zeit. Nochmal kurz zum Wohnungsbau, weil wir ja gerade dabei waren. In Deutschland, da hatte sich die Bundesregierung ja eigentlich zum Ziel gesetzt, 400.000 neue Wohnungen zu bauen. Jetzt lässt die EZB den Bausektor wirklich kollabieren und keine politische Reaktion. Also es wird mal darüber diskutiert, ob man jetzt irgendwelche Vorschriften lockert, ob man oder sogar noch verschärft. Also es gab ja auch dieses Gebäudeenergiegesetz von Habeck, was den Wohnungsbau noch weiter runterdrücken wird. Also ja, aber auf jeden Fall ist keine großen staatlichen Investitionen, keine Subventionsprogramme in nennenswertem Umfang. Also da müsste man schon einige 100 Milliarden reinpumpen, wenn dieses Ziel noch irgendwie realistisch betrachtet erreichbar sein soll. Und der Wohnungsbau, der geht immer weiter runter. Man wird wahrscheinlich nicht mal, also die 400.000, die wird man ganz klar verfehlen, die 400.000 neu gebauten Wohnungen pro Jahr. Man wird eher zwischen 200.000 und 300.000 Wohnungen rauskommen. Also, und das, während 700.000 Mietwohnungen in Deutschland fehlen. Und jetzt mal zum Vergleich. Also nehmen wir mal das nächstgrößere europäische Land vor Deutschland. Nehmen wir mal Russland. Also wie gesagt, in Deutschland, da wird man in den nächsten Jahren so 200.000 bis 300.000 Wohnungen jedes Jahr fertigstellen. Schätz mal, wie viel es in Russland sind. Aktuell. Also wir haben 160 Millionen Einwohner, würde ich es locker mal verdoppeln. Aber da wir in Russland vermutlich sind, die etwas effizienter, also 4-mal so viele, würde ich jetzt mal sagen. Ja, damit bist du gar nicht falsch. Damit bist du gar nicht falsch. Sind tatsächlich 1,2 Millionen Wohnungen pro Jahr. Ja, dann sind das auch wahrscheinlich böse, böse Plattenbauten. Ja, daran wird's liegen.
Ja, aber Ja, nee, aber ich meine, hier, klar, es ist ja schön, dass wir unseren Wohnungsbau, den wir noch haben, super effizient und gedämmt machen. Muss man sich aber auch leisten können. Also nicht jeder ist in der glücklichen Lage, ein Top-Einkommen in Deutschland zu haben. Sonst würde es ja nicht Top-Einkommen heißen. Auch ja, das ist halt ein sozialer Sprengstoff. vor allem das, was in Deutschland gebaut wird, also um jetzt mal beim Vergleich mit Russland zu bleiben, das sind zumeist Mietwohnungen. Was in Russland gebaut wird, sind zumeist Eigentumswohnungen. In Russland sind die meisten Menschen tatsächlich Wohnungseigentümer, in Deutschland nicht. Und in Deutschland, das ist da besonders dramatisch, in einem Land, wo wir so einen international sehr hohen Anteil an Mietern haben, dass die Zahl an Sozialwohnungen von rund 3 Millionen im Jahr 1990 auf rund 1 Million zurückgegangen. Die ist um 2 Drittel gesunken innerhalb von 3 Jahrzehnten. Also das ist ein ziemlich starker Einbruch und der verschärft dieses Problem in Deutschland noch, zumal wir, wie schon gesagt, so einen hohen Anteil an Mietern haben. Ja, und das verschärft auch das Rentenproblem, weil ich hatte zum Beispiel in einem Video rausgerechnet, wenn ich die Durchschnittsrente beziehe, das sind 1350 Euro netto ungefähr nach 45 Jahren Arbeit, und dann aber kein Eigenheim besitze, heißt, ich muss noch Miete zahlen, dann wird es sehr, sehr schwierig. Dann muss ich mindestens 1000 Euro privat vorgesorgt haben. Das heißt, Wohnungsbau, der dafür sorgt, dass Menschen private Wohnungen besitzen, in denen sie wohnen können im Alter, entschärft das Rentenproblem. Und ist auch meiner Meinung nach eine ganz relativ kluge Sparmaßnahme. Ich weiß, dass da insbesondere der Investmentbank ein großes Problem mit hat, mit hier Neubau in der Pampa und Luxusprobleme und was er immer erzählt. Es hat aber für unsere Elterngeneration funktioniert, wenn der Kaufpreis nicht zu teuer ist, was er zurzeit halt für die normalen Arbeiter ist. Ja. Aber wie gesagt, das mit dem Wohnungsbau, das wollte ich zum Schluss nochmal reinbringen, weil hier wirklich ein gesamter Wirtschaftssektor wegbricht und wirklich mutwillig zerstört wird. Ich meine, der energieintensive Industrie wird auch gerade verscheucht, aber das ist ja, um unsere Demokratie vor den bösen Russen zu retten. Funktioniert gut. Aber beim Wohnungsbau, da gibt es ja gar keinen Grund irgendwie, den so dermaßen absichtlich zu ruinieren, wie das gerade passiert. Das verstehe ich ehrlicherweise auch nicht genau, weil der Wohnungsbau in Deutschland ja relativ gut vernetzt ist mit der Politik, also zumindest mit der Lokalpolitik, weil die lokalen Bauherren, was die sich teilweise erlauben können, das geht nur, wenn man die nötigen Kontakte hat. Also das hätte ich ehrlicherweise auch nicht erwartet, dass das hier so einfach so geschieht. Ja, Ne? hätten sie sich wohl Kontakte zu Isabel Schnabel und Co. aufbauen müssen. Ja. Ja. Oder man hat die Oder direkt. Wichtigkeit des Zinssatzes unterschätzt und deswegen da nicht genug lobbyiert. Keine Ahnung. Ja, ich meine aber, wenn man die Wohnungspreise halt auf, sag ich mal, 400, 600, 700.000 Euro für ein normales Haus hochgeschraubt hat, bei Null Zins und jetzt die Zinsen von Null auf, gut, Null waren es nicht, aber von 1 auf 4% hochzieht, dann kostet so ein Haus in der Finanzierung 3.000 Euro aufwärts pro Monat. Das ist mehr als der Durchschnittslohn oder halt deutlich mehr als der Medianlohn in Deutschland. Ja. Aber ja, wie gesagt, diese Explosion der Wohnungspreise, die haben wir jetzt nun mal und die könnte man langfristig nur abbauen, wenn man für genug Wohnraum sorgen würde. Ja. Da jetzt die Zinsen nach oben zu schrauben und darauf zu hoffen, dass da die Preise crashen, damit sich irgendwann Leute wieder Wohnungen leisten können, ist ein ziemlich, ja, eine Wette, die Das ziemlich viel Schaden anrichtet, um es mal so würde zu sagen. jedenfalls voraussetzen, dass es halt genug Wohnungen gibt. Wenn es nicht genug Angebot gibt, dann wird kein Crash kommen. Dann wird es vielleicht ein bisschen sinken, aber irgendwann ist die Schwelle wieder erreicht, an der die Leute, zumindest die oberen, so und so viel Prozent sich das leisten können und dann sind die Wohnungen wieder vom Markt. Und genau das beobachten wir ja auch. Also ich laufe jetzt zum Beispiel regelmäßig an so Immobilienmaklern vorbei in größeren und sehe da, wie sich die Preise entwickeln. Es ist ein bisschen gefallen hier in der Gegend, aber das ist nicht der Rede wert. Hat vielleicht den Vorteil für diejenigen, die Immobilien besitzen, dass sie jetzt nicht einen großen Wertverlust hinnehmen müssen bei der Refinanzierung. Dafür sind die Zinsen halt deutlich gestiegen. Ja, mal gucken, ob ich das auch irgendwann Thema nehme. Das Ding ist halt, meinen Kanal betreibe ich nebenberuflich und es gibt, wenn man einmal angefangen hat, so viele Themen zu bearbeiten, das schafft man alleine gar nicht. Das nimmt auch kein Ende dann. Also ich habe jetzt alleine für den Rest des Jahres, glaube ich, Ideen auf Lager, was ich machen könnte und was noch Themen wären. Alleine jetzt für das im Gespräch heute sind ja mindestens 10 Videoideen aufgekommen. Ja, ich habe auch immer so viele Ideen und dann oh, denke ich, das ist so viel Arbeit und dann ist es doch einfacher, so einen Stream hier zu machen oder ein Gespräch zu Das organisieren. stimmt.
Also das habe ich gemerkt, es ist unheimlich schwierig, diese ganzen Belege zu sammeln, weil ich habe mir vorgenommen, dass ich mindestens wichtige Aussagen mit irgendwelchen Zeitungsausschnitten belege. Kann sein, dass die völlig falsch aus dem Kontext gerissen wurden, weil ich halt nicht 100% wissenschaftlich arbeiten kann da. Aber zumindest möchte ich halt zeigen, das, was ich erzähle, ist nicht komplett an den Haaren herbeigezogen, aber das macht Arbeit. Das macht im Wesentlichen, das macht auch deutlich mehr Arbeit, als wenn ich jetzt einfach das Mikrofon anschmeiße und wild Behauptungen aufstelle oder Leute durchbeleidige. Ja, die Seite von die Stadt ist meist, also die ist relativ aufgeräumt. Und wenn du Statistik für ganze Volkswirtschaften willst, dann ich glaube, die Weltbank war das, die da vernünftige Statistiken hatte. Oder die OECD. Aber da findest du auch nicht alles, was du finden willst. Da musst du auch häufig Das stimmt. Ein bisschen also D-Start ist, glaube ich, so Stammquelle von mir. Eurostat habe ich, glaube ich, noch ab und zu drin, ja. Und dann halt je nachdem, was Google rauswirft. Manchmal stelle ich dann auch glücklicherweise fest, dass ich falsch lag mit dem, was ich vorher geglaubt habe zu wissen. Also man lernt halt unglaublich viel, wenn man sich mal etwas intensiver damit beschäftigt und nicht einfach nur im Privaten ein Thema bespricht, dann wieder liegen lässt und 2 Monate später nochmal bespricht. Wenn man stattdessen so ein Video macht, dann kommt man da deutlich weiter und lernt auch einiges. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie lange wir hier noch sprechen wollten, weil ich müsste nachher Ja, deswegen. Aufhören. Also Aber ich dachte hätte gerne vielleicht noch eine Frage an dich gestellt. Oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das spontan so Sinn macht, aber ich hatte als eine mögliche Lösung für unsere Rente vorgestellt, erstmal, dass alle Einkommen einzahlen müssen, ohne Obergrenze, damit wir alle, die gesamte Volkswirtschaft, auf der Einzahlerseite von der Rentenversicherung stehen. Und bei der Auszahlung dann, damit halt die Auszahlung nicht im gleichen Maße steigen mit der Zeit, ein Deckel eingezogen wird, beispielsweise bei 5.000 Euro pro Monat. Das wäre dann natürlich eine Umverteilung, aber wir haben ja schon besprochen, dass die Rentenversicherung eine Umverteilung sein muss, aus Prinzip her. Ja, zumal jetzt kann man halt über den Deckel reden, wie hoch er sein müsste, aber 5.000 Euro ist jetzt so etwas, ich glaube, wer das erreicht, der wird weit über 100.000 Jahresbrutto haben und kann sich dann auch irgendwann tatsächlich noch privat vorsorgen, wenn er das möchte. Und mit 5.000 Euro nach heutigem Geldwert kann man ganz gut leben. Das war so ein Vorschlag, den ich gemacht hatte. Vielleicht noch eins. Ich hatte den sogar tatsächlich mal an Herrn Raffelhüschen gegeben, den Vorschlag, weil ich beim Fachvortrag von ihm im Publikum mit drin saß. Der wurde leider abgetan mit, das ist Schwachsinn. Und er hat 30 Jahre lang recht gehabt. Jetzt hat er immer noch recht. Und das war dann leider die Antwort. Das fand ich dann etwas schade. Also was war jetzt die inhaltliche Begründung, warum das Schwachsinn ist? Er hat keine gegeben. Also sein Vortrag war natürlich ungefähr das, was er jetzt gerade auch rausgibt. Die Rente ist zu teuer, wir haben zu viele Alte, wir können uns das nicht leisten, die Wirtschaft wird abgewürgt, wenn wir so viel Prozent unseres Staatshaushaltes in die Rente pumpen. Das geht nur, indem wir länger arbeiten und weniger Rente bekommen. Und halt mehr privat vorsorgen. Und wie gesagt, das war halt, will da nicht zu genau drauf eingehen, was da Themen waren, aber es wirkte doch sehr nach einer Lobbyveranstaltung. Und ich fand das wirklich, also er hat wortwörtlich gesagt, das ist Schwachsinn. Dass danach mit er 30 Jahre recht gehabt, irgendwie so eine Floskel kam da noch, das könnte ich jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben. Und dann habe ich auch keine Lust mehr gehabt, weiter nachzufragen. Letztendlich hatte auch jeder, glaube ich, nur die Chance, eine Frage zu stellen. Ja, der Vorschlag, den du da gerade gebracht hast, der ist sinnvoll. Das wird ja in der Schweiz tatsächlich so praktiziert. Aber da ist die Frage, ob das mit dem deutschen Gesetz vereinbar ist. Also gibt es ja das Äquivalenzprinzip, das heißt, du kannst nicht solche Versicherungsleistungen da einzahlen und dann nichts rauskriegen. Wenn man das fest ab einer Grenze kappen würde, wenn man das ab einer gewissen Grenze kappen würde, dann ist zumindest die Ansicht einiger Juristen, dann könnte das rechtswidrig sein. Das ist aber die Frage, das müsste man dann ausprobieren. Also Alternativvorschlag wäre dann, das nicht fest zu kappen, sondern dann ab einer gewissen Grenze das abschmelzen zu lassen. Also dass du dann nicht mehr für alles, was über 5.000 Euro kriegst, anstatt dass du dafür dann für je also mehr... Also diminishing return, ich überlege gerade, wie es in Deutsch heißt. Ja, also jedenfalls, dass es nicht mehr linear wächst, ja, die Rentenleistung exakt, pro Rentenpunkt. Dass Rentenansprüche und Renteneinzahlungen nicht mehr linear wachsen, sondern begrenzt. Oder begrenzt ist, glaube ich, wie gesagt, ich... Ich würde es, glaube ich, einfach Nachhaltigkeitsfaktor nennen, nur um die Neoliberalen zu ärgern. Ja, das könnte man machen.
Stimmt, oder logarithmisch. Ich glaube, ich bin kein Jurist, muss ich dazu sagen. Aber wenn man da wirklich so eine fixe Grenze irgendwo einzieht, dann könnte das Probleme geben. Aber ich glaube, wenn es logarithmisch wachsen lässt, beispielsweise, dann müsste das eigentlich durchgehen. Aber ich bin, wie gesagt, kein Jurist. Ich will mich, nagelt mich bitte nicht darauf fest, fragt einen Juristen, aber ich befürchte, für Solmecke ist das zu uninteressant, was wir hier reden. Stimmt, schickt die Frage mal Solmecke, dann haben wir auch eine fixe Antwort. Reichweite explodiert. Ja, nee, also das war, wie gesagt, so ein Vorschlag, den ich in meinem Video gebracht habe. Ja, ist ein guter Vorschlag, wie gesagt, aber da müsste man entweder das deutsche Gesetz ändern oder diesen Vorschlag dann so ein bisschen modifizieren, wie gesagt, dass man es logarithmisch steigen lässt oder also auf jeden Fall nicht mehr linear steigen lässt. Also wie man dann die Formel genau gestaltet, das muss man dann sehen. Aber ja, wie gesagt, ist eigentlich ein guter Vorschlag. Ja, ich würde sagen, danke, dass du bei mir zu Gast warst. Alle Zuschauer, schaut gerne auf dem Kanal Unsoziale Marktwirtschaft vorbei. Und ich hoffe, wir sprechen uns irgendwann nochmal. Ich hoffe auch, vielleicht dann auch mit Video mal gucken. Ich habe mir vorgenommen, bis zur Monetarisierung bleibe ich erstmal anonym. Und dann überlege ich es mir noch genauer. Vielleicht abschließend noch vielen Dank für die Gelegenheit hier. Ich hoffe, dass ich einige von euch für meinen Kanal interessieren konnte, dass ich halt die zukünftigen Videos ein bisschen mehr Klicks kriegen natürlich und auch mehr Aufmerksamkeit. Aber auch, dass ich euch damit Ideen geben kann, die halt unserer Sache nutzen. Und ansonsten, ja, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Vielen Dank, wie gesagt, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal. Habe ich den Kanal nochmal eingeblendet. Unsoziale Marktwirtschaft heißt der. Schaut da, wie gesagt, gerne einmal vorbei.